Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir haben wir dabei den die Ma, die Marus Isebrand. Ja, hallo. Inanna. Den Lotte Kompotti. Noch schärfer. Hallihallo. Und mir, dem Faktfrei. Ich wähle dich. So, wir spielen jetzt Eisbrutsaga weiter. Also die Rückkehr zu Eisbrutsaga. Champions. Und nehmen da mal die Instanzen vor uns. Brief sagt mehr oder weniger nur ab zu Orin. Dann lassen wir uns mal den nächsten Auftrag geben. Düdelüdelü. Ist doch bloß ein Altdrache, Hallo. oder? Hatten wir doch schon. Ich Ach, meine, wer wer da sollte Angst vor mir haben? Klar. Oh gut, der Kommandeur. Ridlock. Gut. Mir geht's gut. So, du darfst dann Er hat uns geholfen, die dialogisieren letzten von und der Oberherrschaft eigentlich die mitzuhalten. Instanz Die sind öffnen, ziemlich ruhig denke geworden. ich. Als sich Bangas Schicksal rumsprach, fiel alles auseinander. Und jene, die blieben. Bei. Nun ja, Jetzt muss die man Nachtor Steinglanz weiß, zuhören. Was sie will. Rieland wurde noch kannst immer du mal gesichtet, gut. nehme ich an. Keine Frostlegion, kein Eisdrache. Und ja, kein. Was auch immer Rieland ist. Wie kein Symbol für. Ich bin doch nicht der Einzige, der deswegen ein schlechtes Gefühl hat, richtig? Jormak hat jetzt ein paar Mal durch die Banga Instanz? Gesprochen. Hat nicht viel gesagt. Nun, Na, Lila hier, oder? Holen wir uns welche. Meine Freunde. Ja, die ihr habt Lila, es auch es sei denn jetzt unmittelbar. Die Regungen tief unter uns. Wahrscheinlich schaltet es erst dann um auf Grün, wenn so du mit dem Dialog die soweit bist. Berichtet. Deswegen kannst du auch gleich Lila. Jormak. Das glaube ich Auch das müssen nicht. wir kurz zu Ende. Aber irgendwas bewegt sich. Irgendetwas kommt. Aber nicht der Altrache. Ich glaube, je älter ihr werdet, desto mehr gefällt es euch, Unheil verkünden zu klingen. Ich bin ein Altdrache. Der Käfig ist erschreckend nah. Er kann uns nicht hören, oder? In meiner Gegenwart kann er nichts hören, wenn ich es nicht zulasse. Jetzt könnte die Zeit sein. Braham hat da einige Punkte zu besprechen. Oh, der Norn. Denkt ihr ernsthaft, Jormak wird euch etwas sagen, das ihr nicht bereits wisst? Das glorifizierte Megafon. Aber ihr liebt es noch immer, euch selbst reden zu hören. Wisst ihr, es ist leichter, wenn ihr nicht dagegen ankämpft. Atmet durch. Jormak! Jormak! Ich bin Braham Erson. Ich bin gekommen, um mit euch zu reden. Orin. Ah, ihr versammelt eure Krieger. Die werden euch nichts nützen. Ihr meint gegen die Erdbeben? Mein Bruder neigt nicht zu Subtilität. Er regt sich. Und wenn er erwacht, wird er es nicht mit derselben Anmut tun, wie ich es tat. Anmut? Seit tausenden von Jahren habt ihr Geister mit eurer Bösartigkeit verdorben und Verbrechen verübt. Ich habe einen Willen zu leben und ein Recht. Wenn das ein Verbrechen ist, ist niemand unschuldig. Tut nicht so, als ob ihr mich kennt. Aber das tue ich. Ich weiß genau, was ihr seid. Ich wurde mit den Geschichten großgezogen und den Prophezeiungen. Sterbliche. Ihr klammert euch an Aberglauben, um eurem kurzen Leben Bedeutung zu verleihen. Ihr seid nicht unbesiegbar. Und so emotional. Orin, ihr werdet niemals euer volles Potenzial erreichen, wenn ihr euch mit solchen Wesen umgebt. Und erreichen müsst ihr es, zu unser aller Wohl. Die Zeit ist gekommen, Primordus das Handwerk zu legen. Das ist nicht meine Rolle. Das Gleichgewicht kann noch immer gehalten werden. Das Gleichgewicht ist reine Fantasie. Ein weiterer Aberglaube der Sterblichen. Primordus wird diese Welt in Schutt und Asche legen. Und ihr seid nicht bereit. Kommandeur, habt ihr gerade viel zu tun? Ich meine, was gibt es, Taimi? Nun, ich habe Nebelrisse und Leylinien aufgezeichnet und Ausschau nach Jormak gehalten, wie ihr mich gebeten hattet. Jormak haben wir nicht gefunden, aber was wir gefunden haben,
Es ist einfacher, wenn ich euch die Daten zeige. Könntet ihr nach Rata's Room kommen? Ich weiß, dass ich für einen Tag genug habe von einem aufgeblasenen Drachen, der durch einen aufgeblasenen Abgehalfteten spricht. Redlock, ihr solltet auch kommen. Bald. Geht, Champion. Vielleicht kann Timmy etwas Klarheit schaffen. Bestimmt. So, trefft eure Verbündeten Ratasum. Da kann man ja durch das Tor in die Hauptstadt reisen. Das ist günstiger. Oder? Ja. Deshalb gehe ich mal zum Tor. Ab durch Stargate. Ich bin auf dem Weg in eine Hauptstadt. Wohin? Nach Ratasum. Wir werden da so schnell gekommen. Hup, 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 hup. Interessant. Moment, ich kann hier nur Drachenhilfemission, Angriffsmission. Du hast, glaube ich, noch nicht alles abgeschlossen. Genau, alles ausgearbeitet, also abgearbeitet. Das ist noch also nicht ausgebaut, Mensch. Ausgebaut, okay, das kann gut sein. Dann gehe ich normal hin. Ist ja jetzt auch nicht. Da, wo ich stehe, ungefähr. Ja, auf Weg. Also bei mir ist hier, Gorik. Gorik. Ja. Hier bei mir habe ich markiert. Seht mal, ihr müsst eure Forderungen beim Dockmeister persönlich einreichen. Das ist ja lachhaft. Reden Sie kurz. Das ist euch doch klar. Beschwert euch bei einem Ratsmitglied, sobald ihr eure Fracht eingesammelt habt. Das werde ich. Endlich, Kommandeur. Alles in Ordnung? Dem arkanen Rat zufolge wird die Unantastbarkeit der unabhängigen Forschung von anderen Prioritäten verdrängt. Timmy ist draußen im Labor für erweiterte Metamystik. Bis zum Tor kriege ich euch. Dann werde ich mich mit Bürokratie herumschlagen müssen. Ja. Dringt weiter nach Ratasum vor. Der Weg wird hier markiert. Hier lang. Da aus. Anscheinend hat der arkane Rat sie eingeladen. Ah, ja. Und Rieland. Was? Das hättet ihr vielleicht erwähnen können, Gorik. Ah, der Paktkommandeur. Willkommen. Ich vermute, ihr kommt auch, um von Timis Befunden zu hören. Geben wir kurz nochmal den habt Kontext. Ihr eine Ahnung, wen ihr hier reingelassen habt? Was er getan hat? Rieland Stahlfänger, Champion des Jormark. Er befehligt die Truppen des Eisdrachen. Wir haben überall nach euch gesucht. Ratasum ist kein Schlachtfeld der Char. Was geschehen ist geschehen, Kommandeur. Der arkane Rat kümmert sich um Derzeitiges und Zukünftiges. Jormark ist erwacht. Ja, wegen ihm. Was bedeutet, Primordus lässt nicht mehr lange auf sich warten? Wenn man es mit einem gemeinsamen Gegner zu tun hat, ist ein Bündnis logisch. Ich würde denken, der Paktkommandeur erkennt den Wert dieses Arrangements. Würdet ihr denken? Die Asura haben Primordus seit Ewigkeiten studiert. Es wäre dumm, nicht ihr Wissen zu suchen. Und Jormark ist nicht dumm. Klar, für einen Altdrachen ist Jormark recht vernünftig. Ganz genau. Jormark und ich stehen zu unserem Wort. Wenn Primordus sich erhebt, werden wir ihn auslöschen. Wenn wir uns alle schon so gut vertragen hier, warum gebt ihr meinen Bogen nicht zurück? Ihr wisst schon, der, den ihr gestohlen habt. Und warum würde ich euch eine Waffe geben, von der ihr glaubt, sie könne Jormark verletzen? Instanzen bei erst handeln, zurück zum Drachensturm. Richtig. Ich meine... Keine Angst. Ich hebe ihn für euch auf. Oh, ich kriege ihn wieder. Braham. Warum hilft dir nicht Gorik bei seiner Lieferung an den Docks? Ridlock und ich werden hiermit fertig. Sicher. Warum nicht? Das sage ich meinem Ratsmitglied. So. Jetzt treffen wir Timmy. Ach ja, der hat ja immer noch seinen Bogen verloren, ne? Jo. Weil er besoffen war, der Schlingel. Also Finger weg von Drogen. Viele drauf rein. So, Geschichte fortsetzen. Primordus erhebt sich. Ja. Ich
Gut. Oh, ich will auch so viele Geschenke. So. Bündnis, ja. Was ist denn aus eurem Char über alles Mist geworden? Oh, jetzt wollt ihr mit mir reden, statt nur meinen Namen zu brüllen? Ich habe etwas Zeit mit Jormark verbracht. Jetzt sehe ich das große Ganze. Jeder hat eine Rolle zu spielen. Toll, Kommandeur, ihr habt es geschafft. Willand hat die immer nicht Sache nicht zweimal durchgehen. Ich habe die Beben aufgezeigt. Ule ist on. Die Nadel schlägt wie wild aus. Viel mehr als bei normalen tektonischen Bewegungen. Der Schlingel. Wisst ihr, ob das Primordus ist? Manche Werte ahmen Primordus Signatur nach. Frisch spannend lecker essen ja doch nicht so lecker. Wollte ich gerade sagen. Hallo, Ule. Wir haben dich gerade im Spiel gesehen. Da haben wir gerade gesagt, das Essen war bestimmt nicht so lecker. Das Essen war super geil. Aber das Bier nicht, oder was? Der Med-Schnaps war auch sehr lecker. Wo nicht? Ich meine, seht euch das doch an. Ich wollte da doch nicht abhängen und dann bin ich doch mit dem Zug noch gefahren. Wo geht's denn hin und was machen wir? Eisbrutsaga 5, Episode 5, da die Instanzen durch. Also die erste von der, haben wir gerade angefangen. Wie lange seht ihr schon Bewegung? Na dann. Kannst du mitkommen, dann gehen wir noch schnell raus und wieder rein. Das ist sehr, sehr überhaupt nicht. Ich glaube, das war eine kurze, oder? Ja, ich kann noch warten, bis ihr mit der durch seid und dann macht ihr die nächste. Kein Problem. Haltet sie vom Labor ab! Okay. Jetzt kommt unser Mut, Kommandeur! Ich verspüre die Kraft der Erde! Sand, schütze uns! Dahin sichten sollt ihr. Liegt es an mir oder waren diese Zerstörer schwerer zu töten als das letzte Mal? Sie scheinen eindeutig größer zu sein als in meiner Erinnerung. Bösartiger auch. Hilfe! Gorrik? Die Rampe hoch! Los, los! Rede mit uns! Ah, jetzt ist das am Hafen, ne? Ja. Zerstörerproblem auf den Docks! Könnten hier ein paar Hände gebrauchen! Eine Sekunde. Ich hab's. Ich habe das Tor für eine Reise zum Hafen programmiert. Okay, durch geht's. Es sind so viele. Ich werde euch zeigen, wie ich ihn sollte. Wenn die jetzt ins Wasser fallen, ne, erlöschen sie denn? Müssten sie, oder? Ja, eigentlich ja, ne? Jetzt verlieren dann klein Zeug. Wenn in die Magmakammer eines Vulkans Wasser reinkommt, dann erlischt der nicht, sondern er explodiert. Wir haben Wasser. Du musst eine Ringe sehen, da weiß man das. Das weiß man aufgrund von Physik. Oder Chemie. Wenn man auf der Basis von Magnesium brennt, ist ja Wasser. Also Klugscheißer mag keiner, wisst ihr? Ja, das? Ja. Ja. Klugscheißer? Sagen wir so, es ist. Die Leute haben die Erfahrung gemacht, dass Wasser in der Magmakammer den Vulkan explodieren lassen. Ich meine. So wie der Explosion von Krakatau zum Beispiel vor über 100 Jahren. Also schön den Eimer Wasser mitnehmen. Ja. Wir werden hier oben bleiben. Aus eurem Weg. Ja, was sie gesagt hat. Irgendwo ist noch grün, da auf der anderen Seite, ne? Jo. Kleiner Veteran. Zeit, echten Schaden anzurichten.
Geht es jetzt nicht rein theoretisch Doriksee, ja, ne? Ne, wie heißt das hier? Sie sind schnell! Nicht Doriksee, wie heißt das? Die Insel? Bucht, oder? Nee. Draconis Mons? Genau. Ja, das kann passen. Gut geraten, wa? Ja, genau. Doch nur drei Anläufe braucht. Ja. Story 3 macht, ja? Nee. Nee. Aber wir sind am Hafen, da wo das U-Boot eigentlich startet, ja. Da seid ihr. Ja. Zoom. Nee, wir sind bei Champions, also storymäßig. Ja. Ja, aber das ist doch nicht Living Story 5. Eisbrutsager, oder? Eisbrutsager, ja, ja. 5. Nee, ich sag dir, aber wir sind doch hier am Hafen, wo das U-Boot startet. Das meinte ich damit. Yes. Oh, das war ein Löwenstein. Das U-Boot ist nicht da. Achso. Das U-Boot ist schon weggefahren. Boah. War das schon so lange her, wo das war? So. Danke. Ihr und die Euren waren eine echte Hilfe hier draußen. Ich kann nicht sagen, dass ich erwartet hatte, von euch unterstützt zu werden. Wenn ihr sterbt, hilft uns das nicht, Primordus zu töten, Kommandeur. Meint ihr wirklich, wir glauben diesen verbündeten Kram? Es hat keine Bedeutung, was ihr glaubt, oder? Wo kamen diese Zerstörer überhaupt her? Wir prüfen die Kisten und mit einem Mal blubbern sie im Wasser hoch. Habe ich ja noch nie gesehen. Timmy, bewegt euch! Beschützt die Ratsmitglieder! Na, kleine Elite. Ich werde euch zerbrechen. Spürt die Klopsi weich. Dahin sichern sollt ihr. Nachsehen! Die Schurke des Rudels. Geh. Geh doch. Das hat sicher wehgetan. Dieses Exemplar unterscheidet sich extrem von den archivierten Berichten über Zerstörer. Außerdem ist es gigantisch. Führt eine Studie dieser Kreaturen an. Katalogisiert die evolutionären Unterschiede. Identifiziert jede Schwäche. Bündeln wir die Ressourcen. Wenn ich eine klarere Signatur isolieren könnte, könnten wir genauer vorhersagen, wann und wo sie auftauchen. Ich würde gerne eine kleine Truppe in unserer Stadt lassen, um auf Informationen zu warten. Und um unsere Verbündeten zu beschützen. Wir Asura sind mehr als in der Lage, unsere Stadt zu beschützen. Aber wir sind dankbar für die Geste und das Bündnis. Wenn Primordus vernichtet ist, wird Jormark dafür sorgen, dass ihr eure frühere Heimat zurückbekommt. Das könnt ihr gar nicht versprechen. Das kann ich sehr wohl. Ich bin der Champion von Jormark. Wir müssen alle informieren. Jeder Ort, der nur das kleinste bisschen Zittern erlebt hat, muss sich vorbereiten. Ich mache mich auf zu Kretia. Unterwegs werde ich die Kunde verbreiten. Vielleicht setzt ihr auch die Kristallblüte drauf an. Ich werde hier bleiben. Und die Augen aufhalten. Noch ein Sieg für dich. Der blöde Boss. Nö, schon vorbei. Der Boss war ja kurz. Das war genau. Okay. Dann. Trefft euch. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.